Hamburg war nicht der erste Fall und er wird auch nicht der letzte. Normales Leben, Deutschland, aber normal. Wir freuen uns gleich auf unsere beiden Spitzenkandidaten. Was wir an unserem Deutschland haben. Wir stehen für ein anderes Modell. Für ein Deutschland, in dem wir zusammenleben, um voranzukommen. Für ein Deutschland, in dem wir einander nicht die Taten längst verstorbener Generation vorwerfen, um daraus politischen Profit zu schlagen, sondern Gräben zuzuschütten und gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Ihr gebt mir Kraft. Ihr alle seid auch und den sogenannten politischen Eliten. Und diese Angstindustrie verbreitet Angst und Schrecken und mit dieser Angst und Panik wird seit Jahren in diesem Land Politik gemacht, liebe Landsleute. Angst vor der Kernenergie, Angst vor der Klimaapokalypse, der Vogel- und Schweinegrippe, dem Verbrennen im Höllenfeuer, der Erderwärmung, den fossilen Brennstoffen und natürlich dem vermeintlichen Killer-Virus Covid-19. Diesen Menschen steht diese Regierung in der Pflicht. Entscheiden wir uns jetzt für den Politikwechsel, für die Wiederherstellung der Normalität. Wir wollen den Wechsel. Es geht um unser Land, es geht um uns alle hier und auch um unsere Zukunft. Moralischen Kompass noch nicht verloren haben und die zu ihren Wurzeln, zu Deutschland und zu ihrer Heimat stehen.